Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 16. August 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 675. Und heute habe ich die folgenden Themen für euch. 50 Jahre Statistiken, Smart Switch, Apple Zürich, Plex, MateX, LEDs und 34.19. Ich starte mit dem Internet. Vor einiger Zeit, gar nicht allzu lange ist her, konnten wir schon mal was feiern, was mit einem Teilbereich dieses Internets zu tun hat, nämlich das WWW. Es wurde, ich glaube, waren es 20, waren es 30? Es wurde alt auf jeden Fall. Noch älter wurde jetzt das Internet, der Ursprung von eben unter anderem dem WWW und all demjenigen, was da noch so rumfleucht und kreucht. Und das wurde, wie gesagt, 50 Jahre alt, damals konzipiert für 4 Anlaufstellen, mittlerweile bei 4 Milliarden Nutzer anbelangt. Eigentlich wollte man damit mit dem ARPNET, wie es sich damals nannte, nur 4 Universitäten von den USA miteinander verbinden, um einen Austausch des Wissens voranzutreiben. Ja, wenn man das Internet klug nutzt, kann man auch heute noch Wissen austauschen und rausnehmen. Man muss nicht alles andere machen, was es so gibt im Internet. Weiter geht's mit Music Streaming. Spotify, der Dienst, hat ja auch Podcasts im Angebot. Und das sind sie ganz stark am Fördern. Zum einen mit eigenen Formaten, die sie exklusiv anbieten, dazu kaufen etc. Und jetzt möchten sie die Podcast-Produzenten ködern. Und zwar mit ausführlichen Statistiken. Heißt, man soll in Zukunft sehen können, wie lange die Menschen die Folge gehört haben, ob komplett oder nur Teilabschnitte. Sie können sehen, was für Demografien dahinter sind, Männchen, Weibchen, wie alt und so weiter. Halt wieder mal viele, viele Daten und einen der Gründe, warum man es vielleicht doch nicht bei Spotify liegen lassen sollte. Nee, Spaß beiseite. Für Podcaster, die unter anderem die Statistik mögen und oder brauchen für ihre Kooperation, ist das natürlich keine doofe Geschichte. Smart Switch ist eine Möglichkeit, um ein Backup von einem Samsung-Smartphone zu machen. Das ist ein Beitrag, den ich heute auf dem pogipsi.ch-Blog oder besser gestern online geschalten habe. Wer also ein Smartphone aus dem Hause Samsung besitzt, sollte sich den Beitrag mal durchlesen, denn ja, Backups kann man nie genügend machen. Und da gibt es ein paar Möglichkeiten, wie ihr ein solches machen könnt. Schon länger ist bekannt, dass der Apple Store in Zürich, genau der in der Innenstadt, nicht mehr ganz so sicher dasteht, wo er steht. An der Bahnhofstraße war er zwar schön zentral gelegen und alles, aber das Gebäude, in dem es drin ist, da gibt es Mieterstreitigkeiten und da ist natürlich dann auch schlussendlich Apple als Kunde mit rein verwickelt. Mittlerweile ist es jetzt so, dass bestätigt wurde, Apple wird umziehen an den Rennweg 43, also keine 200 Meter vom aktuellen Standort entfernt weg. Ich bin mal gespannt, wie das neue Gebäude wird oder was der neue Verkaufsladen wird, größer, kleiner. Mehr weiß man aktuell nicht. Weiter geht's mit Plex. Wer es nutzt, um seine ganzen Filme, Musik, Bilder, Podcasts, was man darüber alles auch sonst noch so im Netzwerk zusammensammeln und schön akkreditieren kann für den eigenen Smartphone, Computer oder der Fernseher, genau, der smarte Fernseher. Dafür gibt es jetzt neu eine Desktop-App für macOS und Windows. Gab es früher schon mal, war aber nie wirklich der Renner. Jetzt gibt es sie in einer neuen Version ab Sierra, also 10.12, und bei Windows logischerweise ab 7, 8 und 10 ist das Ganze möglich zu installieren. Schaut optisch sehr, sehr stark der Browser-Version aus, ähnlich, und somit auch natürlich eine einheitliche UI. Das ist nie verkehrt. Wer also das nutzt, sollte sich die App mal anschauen. Ich werde es mir installieren, braucht aber einen Plex-Pass. Weiter geht's mit Huawei und das wird langsam schon richtig peinlich. Wie hat man sich im Frühjahr lustig gemacht über Samsung, als die ihr gefaltetes Fold zurückziehen mussten? Häme gab es, auch im Internet gab es das eine oder andere und ja, Huawei hat ja dann selber, ich muss sie
dezent lachen, ihr Gerät dann vom Juni-Juli-Verkaufsstart auf den September verschieben und jetzt wurde es nochmal verschoben, nämlich auf irgendwie November. Und ob es dann wirklich kommt, das werden wir sehen. Spannenderweise, Samsung will sein Fold per September diesen Jahres raushauen. Jetzt drücke ich natürlich denen ganz stark die Daumen, dass es diesmal keine peinlichen Pannen gibt und bin mal gespannt, warum Huawei nochmals abgewartet hat. Wollte man nur sehen, ob Samsung sich nochmals, wer weiß. Übergehen wir zu Google, genau gesagt zu den Nest-Kameras, die ja mittlerweile wieder in Google integriert sind und die haben ein Firmware-Update bekommen, das nicht unbedingt das Dümmste ist. Wenn die Kameras an sind, dann ist eine Status-LED, die das anzeigt. Was heißt, man sieht, wenn man überwacht wird, wenn das zum Beispiel in Büros und so weiter ist, sieht der Angestellte, wenn der Chef zuschaut und oder das Ganze aufgezeichnet wird für die Konserve, für später. Und das eben die LED, die konnte man bis jetzt deaktivieren über die App oder die Schnittstelle und das geht jetzt mit dem neuesten Update nicht mehr. Definitiv kein verkehrter Weg, denn man will ja wissen, wenn Google zuschaut. Zu guter Letzt habe ich euch noch eine kleine Neuigkeit und sehe gerade doch alles drin. Genau, der Geek Talk im News-Format, unser Mutterpodcast, hat eine neue Folge rausgehauen, die Geek Talk 3419. Wer sich die noch nicht angehört hat und für das Wochenende noch etwas sucht für seinen Podcatcher, hört doch mal rein. Da haben der Achim und ich ein bisschen was über die aktuellsten Themen aus der Technikwelt geplaudert. In diesem Sinne, besten Dank fürs Reinhören und ja, euch ein schönes Wochenende. Genießt den Freitag, seid erfolgreich. Und ja, ab nächste Woche ist der Achim dann wieder für euch da. In diesem Sinne, einen schönen Tag, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.